Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Ranking-Video bei mir auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Drachentyp an. Ja, und bei diesem Typ gibt es sehr, sehr viele pseudo-legendäre und legendäre Pokémon. Und darum wird das hier eine legireiche Liste. Lasst uns beginnen. Und den Anfang dieser Liste macht Zekrom. Zekrom ist eines der legendären Pokémon der fünften Generation und bildet ein Duo mit Reshiram. Zekrom hat den zwei Typen Elektro und ich finde diese Typenkombination einfach saumäßig interessant. Vor allem die Kombination im TCG mit Pikachu hat mir Zekrom irgendwie so sympathisch gemacht. Ich feiere dieses Tag Team auf der Karte einfach, weil es so krasse Gegensätze im Endeffekt sind. Und auch das Artwork, dieses düstere Schwarz, die roten Augen mit den blauen Akzenten, ist einfach eine mega schöne Gestaltung. Und ich finde, genau so müssen legendäre Pokémon aussehen. Und deshalb völlig verdient auf meinem fünften Platz Zekrom. Und auf Platz Nummer 4 schafft es gleich das Pendant, nämlich Reshiram. Reshiram ist dann natürlich auch ein Pokémon der fünften Generation. Und hier haben wir die Typenkombination Drache-Feuer. Diese Typenkombination passt natürlich auch super zur Tag-Team-Karte mit Glurak und Reshiram ist quasi das Gegenstück zu Zekrom. Sieht man auch schon in der Farbe, schwarz im Kontrast zu weiß passend natürlich zu den Editionen und ich finde Reshiram hat nochmal etwas Erhabeneres als Zekrom. Zekrom ist mehr so die aggressive Richtung, die mir auch sehr sehr gut gefällt, aber Reshiram dieses wirklich legendär verkörpernde und bei Reshiram gefällt mir auch sehr, sehr gut die Shiny-Form, wo die Akzente in Gold gehalten sind und ansonsten nicht viel verändert wird. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Artwork, ein sehr, sehr schönes Legi und damit Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 5 finden wir dann Dragoran. Dragoran ist ein Pokémon der Typenkombination Drache-Flug und natürlich schon seit der ersten Generation dabei. Auch wenn mir die Entwicklungsreihe per se nicht so gut gefällt, weil ich finde Dratini und Dragonir passen zusammen, aber Dragoran passt dann irgendwie nicht ins Bild, ist Dragoran einfach eines der besten Pokémon aus der ersten Generation. Wenn man nicht das Glück hatte, zufällig auf einen Dratini zu stoßen, so wie ich bei meinem ersten Spieldurchlauf, und dann trifft man in der Top 4 auf Siegfried und sieht dann das erste Mal Dragoran und seine pure Stärke zu dem Zeitpunkt damals, ist es einfach ein prägendes Erlebnis. Dragoran guckt immer sehr, sehr freundlich und nett rein, aber es kann wirklich, wirklich reinhauen. In den ersten Folgen des Animes war es auch so, dass wir dort ein unbekanntes Pokémon sehen konnten, riesengroß, was aus dem Wasser zum Leuchtturm kam. Damals wusste man nicht wirklich, was ist das für ein Pokémon. Es ist gigantisch groß. Ich weiß nicht genau, wie diese Verzerrung zustande kommen kann, denn eigentlich ist Dragoran nur 2,20 Meter und im Anime war es da irgendwie um die 30 Meter. Aber das tut dem keinen Abbruch, auch wenn dieser Storystrang da nie weiter verfolgt wurde. Dragoran, ein sehr, sehr schönes Pokémon und der beste Drache aus Generation 1. Auf den zweiten Platz hat sich ein Pokémon der neuesten Generation geschlichen und zwar Katapuldra. Katapuldra hat eine sehr, sehr interessante Typenkombination mit den Typen Drache und Geist. Der Geisttyp ist auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar, aber zum Ende wird seine Schwanzspitze farblos und transparent. Und das ist ein sehr, sehr schönes Detail. Genauso, dass wir kleine Goldras, also die Vorentwicklung, oben in seinen Torpedodüsen haben, ist einfach ein so schönes Detail. Abgesehen davon, dass es im Game natürlich auch mega schnell und damit auch sehr, sehr beliebt ist, gefällt mir das Design an sich sehr, sehr gut. Auch die Namenkombination mit Katapult und Drache ist natürlich auch wieder was Nettes, was man sich einfach gerne mal geben kann. Und als ich endlich einen Goldra gefangen habe, hat es natürlich auch nicht lange gedauert, bis Katapultra dann Bestandteil meines Teams wurde. Und auch im Kartenspiel haben wir es immer wieder gesehen. Ich bin gespannt, was mit diesem Pokémon noch passiert. Meine Nummer 2. Und mit weitem Abstand auf Platz Nummer 1 ist Rayquaza. Rayquaza ist das legendäre Pokémon der dritten Generation und ist quasi dafür zuständig, dass sich Kyogre und Groudon mal wieder ein bisschen einkriegen. Rayquaza verkörpert für mich alles, was ich von einem Drachen erwarte. Sein Artwork, diese feinen gelben Linien und auch die roten Akzente gefallen mir einfach sowas von gut. Ich weiß nicht, was besser ein legendäres Drachen-Pokémon verkörpern soll. Neben seiner normalen Form gibt es natürlich auch noch die schwarze Shiny-Form und die haut nochmal umso mehr einen raus. In diesem Schwarz-Gelb ist Rayquaza einfach mit das Schönste, was Pokémon jemals zustande bekommen hat. Und ich verneige mich vor dem Designer, der dieses Pokémon erstellt hat. Es ist einfach
atemberaubend schön. Es hat sogar dann noch eine Mega-Entwicklung bekommen und mit Mega Rayquaza ist das Ganze sogar noch mal etwas mächtiger geworden. Ich finde das Artwork auch sehr, sehr cool, genauso auch hier wieder die Shiny-Form, weil es einfach nochmal ein bisschen erhabener und mächtiger aussieht. Aber die normale Form steht für mich dem in absolut nichts nach. Wir haben hier ein wunderschönes Design, ein wunderschönes Shiny, eine wunderschöne Mega-Entwicklung, eine richtig coole Story dahinter. Also hier wird alles verkörpert, was ich von einem schönen Pokémon erwarte und damit absolut verdient meine Nummer 1. Ja, und das war sie, meine Top 5 der Drachen-Pokémon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich interessieren natürlich auch eure Top 5. Also, ich habe den Link in die Videobeschreibung gehauen. Guckt gerne nach, welche Drachen-Pokémon dort zur Auswahl stehen und haut mir eure Top 5 in die Kommentare. Über Like und Abo freue ich mich natürlich auch sehr und wir werden noch alle weiteren Typen durchnehmen. Von daher, seid gespannt, was noch kommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.